war wirklich ein Polizeistaat von absoluter Perfektion. Und das in einem Land, das sicherlich als das gebildetste der ganzen arabischen Welt gelten kann. Werner Ruf ist oder war bis 2003 an der Universität Kassel Professor für internationale und innergesellschaftliche Beziehungen und Außenpolitik, insbesondere für Friedens- und Konfliktforschung. Werner Ruf ist einer der Maghreb, insbesondere Tunesien-Spezialisten in Deutschland und forscht nach wie vor zu Politik, Wirtschaft und sozialem Wandel in Nordafrika und Nahost. Tunesien hat etwa 10 Millionen Einwohner und die Leute sagen, hier gibt es mindestens 1 Million Spitzel. Niemand traute sich irgendwas zu sagen und das war wirklich ein Polizeistaat von absoluter Perfektion, das wenn Bedarf ist, kann ich nachher einige Details erzählen, wie das da funktionierte. Und das in einem Land, das sicherlich als das gebildetste der ganzen arabischen Welt gelten kann. Es gibt in Tunesien kaum mehr Analphabetismus. Tunesien hat auch eine ganz, ganz tolle Tradition, was niemand weiß. Noch vor der Kolonisation haben sich die Tuneser eine Verfassung gegeben, eine liberale bürgerliche Verfassung. Das war dann auch der Schlachtruf und das Programm der Nationalbewegung, der Unabhängigkeitsbewegung. Wir wollen zurück zu unserer Verfassung, Dustur. Ja, also da ist eine lange, lange freiheitliche Tradition gewesen und nach der Unabhängigkeit rutschte das dann zunehmend in einen repressiven Polizeistaat unter dem damaligen auf Lebenszeit gewählten Präsidenten Habib Bourguiba, den dann sein Innenminister namens Ben Ali in einem medizinischen Staatsstreich, er ließ ihn für senil erklären, zur Seite geschoben hat. Und das Land atmete auf. Es war also die große Hoffnung, jetzt endlich kommt Freiheit. Und das ging auch einige Monate gut, bis dann Ben Ali seinen wahren Polizistencharakter gezeigt hat und das Ganze kippte und das Ganze endete in einem repressiven System, das also wirklich seinesgleichen sucht. Und die arabischen Kollegen, die den Arab Human Development Report machen, jährlich fortsetzen über die soziale, ökonomische, politische Entwicklung in den arabischen Ländern, haben in einem dieser Berichte eine Skala der repressivsten Regime in der arabischen Welt aufgestellt und da gab es noch eine Doppelspitze, Saudi-Arabien und Tunesien. Also das ist das, was dieses Volk bestimmt nicht verdient hatte. Und dann geschah diese Geschichte mit der Selbstverbrennung am 17. Dezember letzten Jahres, wobei man sagen muss, diese Selbstverbrennungen sind inzwischen eine fast schreckliche Mode geworden in diesen Ländern. Das war nicht die erste. 15% der Menschen, die in das Spezialkrankenhaus für Brandverletzungen in Tunis eingeliefert werden, 15% sind Leute, die sich übergießen mit Benzin und anzünden, ums Leben zu bringen, versucht haben. Seit diesem Versuch sind in Algerien mindestens 40 Menschen Opfer ihrer eigenen Selbstmordanschläge auf sich selbst geworden. Da passiert nichts. Also es war nicht dieses Ereignis, sondern wie dann damit umgegangen wurde. Die Leute in dem Städtchen Sidi Bouzid haben protestiert. Die Polizei hat wie üblich brutalst eingegriffen. Es gab Tote. Und dann allmählich ging diese Protestwelle durchs ganze Land. Die Repression wurde immer schärfer. Die Gewalt schaukelte sich hoch. Und das Ganze endete in Tunis, wo dann am 14. Januar Ben Ali wie ein Dieb, der er war, heimlich und leise verschwunden ist mit seiner Frau Leila Trabelsi. Und dazu muss man einfach sagen, dass dieses System zu einem sowas, so kleptokratischen System gekommen war. Dieses Paar, vor allem die Frau und ihre ungeheuer große Familie, sie haben gestohlen wie die Raben. Ihr letzter Coup war also dann noch, waren die Goldreserven der Zentralbank, immerhin 1,5 Tonnen im Wert von 45 Millionen Euro, die sie auch noch schnell hat mitgehen lassen ins Exil.
Sie saßen in jeder Firma drin, sie haben überall abgepresst. Es gab einen Spezialfonds des Präsidenten für soziale Angelegenheiten, wo er dann zweimal im Jahr fernsehwirksam auftrat und irgendwelchen Bedürftigen etwas spendete. Der Fonds hieß nach dem Bankkonto 2626. Ausschließlich der Präsident hatte Kontrolle über diesen Fonds. Man schätzt, dass etwa jährlich 10 Millionen Euro allein über diesen Fonds zusammengekommen sind. Ja, und jetzt, ich mache dann Schluss, ich will jetzt nicht Märchen erzählen. Die Tunesier sind ein humoriges und witziges Volk und haben also ein altes arabisches Märchen, das wir auch alle kennen, ein bisschen umgetauft und sprechen nun nur noch von Ben Ali Baba und den 40 Trabelsis. Also der Trabelsis ist die Familie der Ehefrau. Also das ist, denke ich, das, was man sagen muss. Und jetzt will ich noch eine Sache loswerden. Seit einigen Wochen glaube ich, ich lebe im falschen Film, in der falschen Republik. Wir kommen nachher drauf. Wahlen in Ägypten vor 3 Monaten. Hat da jemand was von gehört? Nein. Ben Ali wusste man nur, da gibt es schöne Hotels und es ist sicher. Ben Ali hat für unsere Sicherheit gesorgt, bedingungslos. Hunderte von Menschen umgebracht, Tausende zu Tode gefoltert. Alles für unsere Sicherheit, das war alles schön. Und auf einmal, von CNN bis Al Jazeera, von New York Times bis FAZ, sprechen alle vom Despoten, vom Tyrannen, vom Kleptokraten. Und Mubarak genauso. Wie undankbar sind wir eigentlich gegenüber unseren Freunden, die uns immer vor der islamistischen Gefahr beschützt haben. Also da muss ich sagen, ich verstehe da was nicht. Und ich denke, es ändert sich etwas, wenn unsere Medien auf einmal so um 180 Grad die Seite wechseln. Das hat vielleicht mit einer Umorientierung in der internationalen Politik zu tun und daher auch meine These, dass vielleicht die Obama-Regierung Regime-Change-Politik von George W. Bush softer vorantreibt, nicht mehr mit einem fürchterlichen militärischen Angriff auf irgendein Land, das zerstört ist bis heute, sondern man versucht es eben mit der Einführung der Demokratie ein bisschen wirklichkeitsnäher zu machen und die alten Despoten abzutakeln. Und da ist natürlich, denke ich, ein entscheidender Unterschied zwischen Tunesien und Ägypten. Tunesien ist ein kleines Land, deswegen wusste auch jeder, wie da geklaut wird. Ägypten ist eine geostrategisch ganz andere Position. Da geht es anders zu und über die Kosmetik, die ja jetzt, oder nicht Kosmetik, gemacht wird, können wir uns ja nachher noch unterhalten.